Ja, zufrieden ist zu so einer Phase der Vorbereitung immer ein bisschen schwierig, weil wir einfach körperlich das noch lange nicht abrufen können, wo wir hinwollen. Wir haben die erste halbe Stunde haben wir überhaupt nicht gut gespielt, waren da in taktischen Abläufen, gerade was das Defensivverhalten angeht, noch gar nicht drin. Ist aber auch normal, vielleicht zu der Vorbereitungszeit, gerade im zentralen Bereich haben uns noch zwei, drei Spieler, die wir heute nicht aufstellen konnten, gefehlt, die da mehr Organisation reinbringen. Gut fand ich, dass wir ab Minute 30 ungefähr das Spiel von Cordy ein bisschen brechen konnten, dann taktisch besser agiert haben, fleißiger waren und dadurch zumindest das Spiel ein bisschen neutralisieren konnten. Und im gesamten Spiel muss ich aber auch sagen, das haben wir dann defensiv besser gemacht, aber wir haben offensiv heute keine gute Leistung gebracht. Wir haben fußballerisch haben wir viele technische Mängel gehabt. Solche Tage gibt es dann halt mal. Ich glaube, konnten wir viele gute Ballgewinne nicht zu einem guten Angriff ausbauen. Das hat sich nur ganz zum Schluss so ein bisschen gewandelt. Da wurden wir mutiger und ist ein Spiel im Okay-Bereich, aber unser Anspruch in zwei, drei Wochen ist sicherlich ein anderer. Ja, wir haben seit Donnerstag bis heute durchtrainiert. Das heißt, Donnerstag, Freitag trainiert, Samstag, Sonntag morgens trainiert und jeweils nachmittags gespielt. Dass die Jungs konditionell so ein bisschen im Loch sind, war zu erwarten. Von daher bin ich sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Wir haben das Spiel komplett in der ersten Halbzeit dominiert. Hatten die meisten Aktionen im Spiel Richtung Tor. 12-2 nachher in der Summe, davon nur 6 zielgerichtet, die auch zu Toren führen müssen. Aber das ist so ein bisschen wahrscheinlich der körperlichen Müdigkeit jetzt geschuldet. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren, das kann an der Kraft liegen, das kann aber auch so ein bisschen an der Konzentration und vielleicht so ein bisschen Zufriedenheit liegen. Das arbeiten wir jetzt nochmal auf. Von daher nehme ich das aus der Bewertung so ein bisschen raus und bewerte das nicht über. Das ist soweit okay. Wir haben so gut wie alle Spieler jetzt zur Verfügung. Bis auf hier und da mal, wie heute, mal eine Woche Urlaub ist da mal leider für den einen oder anderen drin. Kann nicht jeder so gut steuern, aber die meisten haben wir zur Verfügung, können gut arbeiten. Die Jungs ziehen auch vernünftig mit, haben schon einiges im körperlichen Bereich machen können. Insofern sind wir mit dem Stand zufrieden. Aber klar, man sieht auch wie heute, wir haben da noch ganz viel Arbeit vor uns. Die Jungs müssen da weiter fleißig bleiben. Und dann sind wir aber, wie gesagt, für den Moment auf einem guten Stand. Ja, die Jungs haben gut gearbeitet, die sind hochdiszipliniert, gewöhnen uns gerade im Gesamten aneinander, müssen versuchen, dass wir möglichst schnell auch zu einer Truppe werden, da wir ja relativ viele Neuzugänge haben. Aber auch das gestaltet sich sehr gut. Die Ergebnisse werden sich dann von alleine einstellen, aber wir werden halt noch ein bisschen Zeit brauchen, sodass es dann auch allerspätestens im September sehr schwer wird, Cordy zu schlagen. Ja, wir wollen oben dabei sein. Wir haben einen ganz großen Anspruch an uns selbst, haben, denke ich mal, einen Kader zusammen, der auch was möglich macht. Es sind in der Liga 4, 5 Vereine, die alle um die ersten Plätze mitspielen wollen. Da wollen wir definitiv dabei sein. Und wir haben den Anspruch, Paloma in die Oberliga zu bringen. Wir wissen, dass das in diesem Jahr, weil die Liga, glaube ich, deutlich stärker ist als im letzten Jahr, eine große Aufgabe ist. Aber wir haben auch das Selbstbewusstsein zu sagen, an uns muss man dann auch erstmal vorbeikommen. Und wir haben einen guten Kader, insofern wollen wir voll angreifen. Die persönlichen Ziele legen wir am Ende der Vorbereitung fest, wenn wir alles gut einschätzen können und auch gut einschätzen können, wie weit wir insgesamt sind. Natürlich wollen wir besser sein als letztes Jahr, aber letztendlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir relativ viele Neuzugänge haben.